arisen, sir. I find myself in a situation most dire. Ah, erweckter Herr. Ich befinde mich in einer höchst unerfreulichen Situation. I thought to sell some land I own, to raise capital. But I must first evict those who live upon it. Ich dachte, ich könnte etwas Land verkaufen, um Kapital zu beschaffen, doch zunächst muss ich mich jener entledigen, die darauf leben. This typically requires a rather involved procedure, but times are dire, and I wish the current residents gone with all haste. Für gewöhnlich ist so etwas mit einigem Aufwand verbunden, doch die Zeiten sind hart und ich wünsche den unverzüglichen Weggang der gegenwärtigen Bewohner. They'll not hear this proposal from me, but from the Arisen. I like to weigh it carefully. Hören Sie das aus dem Mund? Hören Sie das aus meinem Mund, so werden Sie sich kaum darauf einlassen. Doch wenn es vom Erweckten kommt, sollen Sie es sorgfältig abwägen. You are my best and final hope in this matter. Can I rely upon your aid? Ihr seid meine beste und letzte Hoffnung in dieser Sache. Kann ich mich auf euer Beistand verlassen? Ja. I wagered you'd agree, and I never lose a wager. Ha, ich habe gewettet, dass ihr annehmt, und ich verliere niemals eine Wette. They'll not hear this proposal from me, but if it were to come from the Arisen, they'd like to weigh it carefully. Das hast du mir schon mal gesagt. Please convince the residents that leaving quickly is in the best interests of all. Bitte überzeugt die Bewohner davon, dass allen am besten gediehen ist, wenn sie rasch fortgehen. Any rarities to sell? I'll pay you handsomely. Habt ihr etwas Seltenes zu verkaufen? Ich zahle eine stattliche Summe. Was hättest du? Ah. Könnten wir zum Beispiel ein solches Amulett Lazarus 15 verkaufen. Reisesteine. Nein. Nein. Any rarities to sell? Weggehen, aber vielen Dank. I've gained quest knowledge. Verhandelt über die Räumung. Jetzt warte mal. Warte mal. Da war noch die. Dann versuche ich dort noch etwas zu verkaufen. Ja. Verkaufen. Francis Kraut. Das sind halt alles Materialien, ne? Echsenschwanz. Materialien sind halt Sachen, die wir durchaus noch gebrauchen können. Deshalb würde ich die Materialien kurz hier abgeben. So. Hallo. Ich würde gerne Lager verwalten, einlagern, Materialien. So. 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 So, so, so. Jetzt haben wir das eingelagert. Genau. So. Das würde ich auch mal einlagern. So. Nicht, dass ich die mal irgend aus Versehen verkaufe. Yep. Jetzt weiß ich halt nicht, ob mir diese Summe reicht für irgendwas. Ich meinte so, das, was so als nächstes kam, war irgendwie so um die 220.000. Ah, ja. Müssen wir mal schauen. Vielleicht einen Stab, vielleicht eine Keule, ein Schild, wer weiß.
Hallo. Everyone's gone so serious. I suppose it can't be helped. Alle sind so ernst geworden. Da kann man wohl nichts machen. Ich wollte... The Scrivener at the Black Cat here can duplicate objects in your possession. Precious things gone lost or missing have a way of turning up there. What's more... Hallo. Ich würde gerne... Königliche Milde. Ach, der Legion, böse Augen, das sind drei, also fast 400.000. Ja, der Glanz, der Band, 270.000 für den Schild. Okay. Den Stab. Also alles ist geil, ne? Der würde natürlich gut dazu passen. Der auch irgendwie. Das sind halt... Boah. Also das billigste wäre 250.000. Mystische Heldenkapuze. Gut, die haben wir ja schon. Ich schaue jetzt einfach mal kurz. Das sieht auch geil aus. Chaosharnisch. Ja. Leicht bekleidet. Damenklamotten. Ich sehe, woher ich gewisse Sachen gehabt habe. Oh, da könntest du dir so geile Sachen sicherlich zusammenstellen. Fellumhang. Umhang des Eroberers. Schmuckstücke. Ja. Was? Wir haben jetzt halt eine komplett... Schon gut. So. Wir haben jetzt halt natürlich einen Komplettset an. Und ich würde eher auf die Waffen mal sparen. Und jetzt geht's ab in den Hexenwald. Damit wir auch noch irgendwas Produktives heute machen. Also, wir sind ja produktiv, aber es dauert halt in den Zeitskalen halt hier länger. Und ich finde, Alter, also die Atmosphäre für das Alter des Spiels finde ich grandios. Bin richtig begeistert. Hier geht's raus. Warte mal, wenn wir ja nichts gekauft haben und etwa bis 400 und weil wir bis 400.000 warten müssen, können wir auch so, Priestergewand. Des Ordenmanns. The master works all. Come again. Yep. Wenn wir den Händler nochmals finden. Sehen wir den auf der... Also einmal speichern zuerst. Und dann mal auf der Karte schauen. Sehen wir den irgendwo? Nein.
Dann muss ich mal kurz die Stadt ein wenig durchsuchen, wo der eine der Händler wieder ist. Weil dann würde ich da zwei Ordensamulette nehmen und da die Robe gerade auf Stufe 3 machen. Weil ich meine, so teuer ist jetzt das auch nicht. Und der hatte nicht da die Amulette. Da sind wieder sehr leicht bekleidete Damen unterwegs. Ich frage mich nur, wer die erstellt hat, ne? Ich finde ja so eine Rüstung oder da die Robe, finde ich eigentlich noch viel passender. Also manch anderes leicht bekleidetes Kostüm. Ah, Madeleine. Nein. Have you equipment to enhance? Hast du irgendwas zu sagen? Sir, you have need of me? Herr, ihr wollt etwas von mir? Bonneville would have us quit his land. Oh, fie, but this is sudden. Fournival wünscht, dass wir sein Land räumen. Oh weh, aber doch nicht so unverhofft. Had he even a whit of the Maker's decency, he'd give fair warning afore such a request. Hätte er auch nur einen Funken Anstand im Leib, würde er ein solches Ansinnen bei Zeiten kundtun. Ich bitte euch, Herr, gewährt mir ein wenig Zeit, um über eure Worte nachzudenken. Ich werde mich bemühen, euch bald eine Antwort geben zu können. Jetzt ist da immer noch... Wesen. Ach, das war der. Das ist Rook. Ich möchte halt gerne weiter schauen. Und zwar einfach mir... Ich würde gerne halt, wenn es geht, die Robe gerade aufrüsten. Bei mir brauche ich noch etwas anderes. Ich schaue jetzt einfach mal in der Kirche nach. Vielleicht ist es ja so ein ehrbarer Mann. Schau mal, ich habe euren Bruder dabei. Er ist ein Ketzer. Er ist ein Magier. Wenigstens macht er Licht. So. Mich nimmt's echt Wunder, wie das dann in Zukunft sein wird. Dort geht's nicht dorthin, wo ich möchte. Das ist jetzt halt wieder der Nachteil, wenn du so eine Stadt hast mit, ja, Leuten, die belebt sind. Vor allem halt so einen, ja, halt nicht markierten Händler, wo du halt ein wenig jetzt suchen musst. Okay, wo könnte der sein? Das wird jetzt eine spannende Sache, den wieder zu finden. Ja. Weil ich möchte natürlich, hätte ich gewusst, hätte ich halt gewusst, dann hätte ich es gewusst, ne? So einfach ist das. Wenn man es nicht weiß, dann kann man es nicht wissen. Hallo? I see you're out at work on an errand, friend. Pray take all the time you need. Ich sehe, ihr seid gerade sehr beschäftigt mit einem Auftrag. Bitte nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht. Man is a marvelous creature. Der Mensch ist wahrlich ein seltsames Wesen. In dire times, desires abound. Where desperation might take hold, dreams instead arise.
Selbst in solch dunklen Zeiten voller Begehrlichkeiten, wo die Verzweiflung um sich greift, werden die Träume mächtiger. Solange die Menschen träumen und die Welt sich weiter dreht, wird sich die Welt weiter drehen. Denkt an meine Worte. So werden Leute, die dafür sorgen, dass Träume wahr werden, zu den Rittern der Welt, was wie ihr und ich. Diese Arbeit lohnt sich wahrhaftig. Keine Ahnung mehr. Ich glaube nicht, dass der Richtung... Der kann gut sein, dass er jetzt irgendwo zu Hause ist. Ja, komm, gehen wir dann Richtung Hexenwald. Weil irgendwann werde ich schon wieder auf ihn stoßen und sagen, warte mal, jetzt habe ich vergessen, welche Amulette ich brauche. Kann gut sein. So, Richtung Hexenwald müssen wir. Dann gehen wir auch dorthin. Eine wandelnde Leiche. So. Also, die können einfach so... Also ich denke, wenn du Magier spielst, Erzmagier, so wie den, da musst du nur ein wenig schauen, dass du die Mana-Ressource oder die Magie-Ressource ein wenig handelst. Und dann kannst du... eigentlich durchgehend alles bim, 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 weg. Musst du vielleicht noch ein wenig aufpassen, dass du die richtigen Zauber gegen die richtigen Leute verwendest. So. So. Was ist das für eine Pfütze? Granzer's Kraut. Jetzt haben wir wieder allen Platz der Welt. Goblin Kin, perhaps. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Weil auf dem Weg haben wir noch genügend. So. Ja, da haben wir ziemlich wenig Erfahrungspünktchen. So. So. Erzklumpen. Das ist sehr gut. Ja, stimmt, hier waren wir mit dem Karren unterwegs und da konnten wir noch nicht so viel erkunden. Also das heißt, wir können jetzt uns hier Zeit nehmen, das noch zu erkunden. Und ich denke, das gehört auch zum Spiel dazu. Warte mal, ich mache für euch wieder das Licht an. Also auf einem 4K-Monitor geht es eigentlich von der Dunkelheit. Aber ich sehe es im Bild oben vom von OBS, dass es eigentlich praktisch schwarz ist, dort wo kein Licht ist. Also mache ich mal da ein wenig Lichtlein an. Shall we jump? It might shorten our path or our lives. Also wieso soll ich
runterspringen. So. 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 Das sind Zedernzweige. Ich brauche aber Kastanienzweige. Für eine Aufwertung des Stabes. So, Pfeile. Könnte... So. So. Oho! So. 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 Langsam komme ich auch ein wenig in das Kampfsystem rein. Dauert zwar seine... Meine Lippen sind wieder komplett eingetrocknet. So. Wo? Ja, ich höre die, aber ich sehe die nicht. So. 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 Jetzt auf den... Da hat es noch Lebenspunkte. Alter. So. So. We have triumph. Monsters are risen. Ready yourself. Was? Schon wieder? Ach, hier vorne. So. 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 So, der hier war eingefroren. So. Wir sind schon Stufe 5. So. So. Oh, was ist die Wiederspawnrate, bitte sehr? Also ich meine für Erfahrungspunkte. So. 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 So.
Also ich meine, wenn wir das so ein wenig für uns so. Wenn wir das so ein wenig ausnutzen können. Also ich meine, solange wir überleben, Stupid Human! So. Ich möchte jetzt zuerst mal hier das einsammeln. So, haben wir da beim Sträuchlein noch? Nein. Jetzt Weg zurück. Die sind schon wieder respawned. Also wie gesagt, ich habe ja nichts dagegen. Gibt ja alles Erfahrungspunkte. Gut, jetzt gehen wir aber weiter. Sonst kommen wir nie weg. Jetzt haben wir das irgendwie... Wie viel Mal? 4, 5 Mal? So. So, weg mit dem. So. So. In die Luft. Und dann, wenn die am Boden sind... So. 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 Take my fire. Ah. Äpfelchen will nicht. Auch hier. So. So. Erzklumpen. Ich möchte vor allem den Erzklumpen. Ja, das merke ich. Also ich glaube da... Heute würden sie die... Ich glaube, sie haben es eher so konzipiert, dass du dann eher wegrennst und fliehst und nicht unbedingt noch bleibst, noch kämpfst, noch weitermachst. Also ich finde es jetzt nicht komplett übertrieben, aber es ist halt doch ein Stück weit zu viel. Also ein Wo? Ich sehe nichts im Dunkeln. Und das ist ja wahrscheinlich... So. Wo geht's hier hin? Mondsichelpass. Stimmt, mit M geht ja Karte nicht. Dann haben wir hier wahrscheinlich wieder eine Möglichkeit, so eine Art Dungeon. Dann hätten wir Grabenbruch, Katakomben. Jetzt muss ich mal da noch... Kill them all! Armed bandits are risen!
So. Boah. So. So. Wo ist der? Jetzt war ich... Wo war der letzte? Sichelmondpass. Oh, Trüchen. Nimmt man gerne. Drachengeifer. Juju. Jetzt sind wir auch schon oben, ne? Aber Hinterhalte könnte es immer noch geben. Aha, aha. Ich gehe jetzt zuerst mal nach oben. Weil runter ist immer einfacher. Nach oben, das kann manchmal ziemlich schwer werden. Ah, sind wir... Warte mal, Karte. Jetzt sind wir wieder hier oben. Mhm. Dann würde ich mal